So, meine lieben Freunde, und weiter geht's mit Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben. Mal wieder mit der wundervollen Hardcore-Challenge, wie immer eigentlich. Aber ich sage es zu Beginn der Folge lieber auch zu mir selbst, damit ich das ja nicht vergesse. In der letzten Folge sind wir hier vor Sekops Hof stehen geblieben oder auf Sekops Hof und müssen die Pacht... Wow, was war das? Und müssen die Pacht eintreiben. Der nicht ganz so gute Sekop hat nämlich vergessen, die Pacht an Ona zu bezahlen. Und das werden wir jetzt unterbinden. So, Junge, rück die Kohle raus. Das Land gehört dem Großbauern. Du bist ja nur der Pächter. Ona will, dass du endlich deine Pacht bezahlst. Du bist schon seit Wochen überfällig. Gebrander. Und da schickt er einen Halunken wie dich? Das glaubst du doch selber nicht. Was? Mach, dass du wegkommst, bevor ich mich vergesse. Jetzt geht's ab. Rück die Kohle raus oder ich schlag dir die Zähne ein. Du Verbrecher gehst mir nicht an den Geldbeutel. Du nicht. Drei Schläge und er ist down. So. Das ist ein lustiger Bug. Sekorp hat nämlich 60 Gold im Inventar. Und dreimal dürft ihr raten, was wir gleich nochmal von ihm bekommen. Richtig. 60 Goldstücke. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Alter, wie viel Geld? Heilige Scheiße. Und wie viele Erfahrungspunkte? Ja, okay. Weniger als 1000. Ich denke mal, dann werde ich ein paar Monster schlachten. Und dann gehen wir auf 10 Geschicklichkeitspunkte oder... Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich bin so unschlüssig. Darüber reden wir noch. Aber ich will halt nicht nur auf Stärke-Only gehen. Wie gesagt, auch wenn es uns wirklich helfen würde. Aber so ein Bogen ist auch ja nice. Ist ja gut. Du hast gewonnen. Kohle will ich. Ich will Kohle, Junge. Wo hast du das Geld? Boah, schöne Ansicht. Nicht mehr schlagen, bitte. Ich will ja alles machen. Dann zahl deine Pacht. Aber Herr, ich hab doch nichts. Ich bin doch nur ein armes Schwein und halb verhungert. Meine letzte Ernte ist völlig vertrocknet. Ich will meine Pacht bezahlen, aber ich habe einfach nichts. Hab doch Mitleid. Hör auf jetzt hier. Meine Fresse. Rede keinen Unsinn. Hier regnet ständig und deine Vorratskammer ist voll. Bezahl jetzt deine Pacht oder ich bring dich um. Easy. Nein, bitte. Hier, nimm das Gold. Ich leg sogar noch einen Bonus drauf, wenn du mich nur leben lässt. Auf einmal geht's. Das geht doch. Das ist mein Ruin. Auf einmal geht's. Natürlich. So, guckt er uns noch an, oder? Nee. Rechts, links, links, rechts, rechts. Boah, Alter, rechts, links, links, rechts, 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 links. Was ist denn hier Schönes drin? Pfeile Gold. Na, immerhin. Die andere Kiste, die da im Wohnzimmer steht, können wir leider nicht benutzen. Und da hört es auch schon auf zu regnen. Gehen wir mal in die andere Kammer. Worauf ich noch ansprechen wollte. Meine lieben Freunde, ich habe garantiert mich heute hingesetzt und bestimmt 20 Mods oder so für Gothic 2 runtergeladen. Und ich habe Bock. Ich habe richtig Druck, kann man schon förmlich sagen. Ich will, ach, mit Balthasar können wir auch noch reden. Ich will Modifikationen von Gothic 2 installieren. Jede Art von Modifikation. Und wenn ihr da irgendwelche Mods kennt, die auf jeden Fall... Degen der Banditen. Die auf jeden Fall spielbar sind, also wo ihr denkt, ey, das will ich unbedingt sehen, dann haut's von mir aus wirklich in die Kommentare. Ich habe schon die besten rausgesucht, habe wirklich Foren durchgelesen, was sind super Mods für Gothic 2. Da habe ich jetzt unter anderem Velaya oder wie die heißt, dann noch Piratenleben, die Gemeinschaft des Grauens und noch ganz viele andere. Ich kann die teilweise gar nicht aussprechen. Irgendwas mit C, Kaudon oder Kadurn? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Oder Kadon? Ah, ich weiß nicht, irgendwie sowas. Und das sieht alles sehr, sehr geil aus. Und da freue ich mich drauf. Das werde ich auf jeden Fall bald machen. Aber ich hoffe, dass wir hier noch nicht am Ende angelangt sind. Alter, da hinten sieht man einfach nur eine Hacke. Guckt euch das an. Seht ihr die Hacke da hinten? Genau in der Mitte des Bildes. Alter. Warte, ich versuche das noch besser zu zeigen. Jetzt über seinem Kopf. Was ist das denn? Habe ich noch nie gesehen. In meinen ganzen 1000 Jahren Gothic-Spiel habe ich das noch nie gesehen. What the fuck? Okay, Balthasar, hör auf jetzt ein Schinken hier zu fressen. Hä? Bla 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 bla, ich weiß, wo das ist. Hä? Ich hab doch mit dem geredet! Oder war das... Nee, da die verbotene Weide.
werde ich was für ihn tun müssen. Hä? Muss ich ihm noch drohen? Von wegen, nein, 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 ich mach gar nichts für dich. Du machst jetzt Tacheles. Keine Ahnung, Alter. So, wie kriegen wir jetzt noch Erfahrungspunkte zusammen? Ich glaube, hier vorne sind schon Waage, oder? Oh Gott. Leute, komm, wir machen es ein bisschen spannend heute. Ich glaube, wir sind wirklich Waage. Ja! Ah, weg! Nein, ich mache es nicht spannend. Die letzte Folge war schon spannend genug. Irgendwo müssen wir noch Blut fliegen oder so sein. Also, und da ist ein Scavenger. Also so die... Ich will ihn am liebsten anlocken. So ein paar Punkte in Bogen wären auch nice, ne? Dass wir eine bessere Trefferquote haben. Wie viel Schaden machen wir eigentlich? Ich will sehen, wie viel Schaden wir machen. Oh, Alter, so viel? What the fuck? Das ist voll gut. Alter, wieso ist das denn so OP? Heilige. Das ist Schaden, den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Da hinten sind ganz viele Blutfliegen, die möchte ich am liebsten mit Feuer... Ach ja, die kann man nicht anlocken. Die haben ja keinen Rudelinstinkt, leider. Hm. Wie machen wir das? Schafe, die könnte ich auch umklatschen, aber das mache ich ja eigentlich nicht so gerne. Aber so ein Schafsfell gibt auch 10 Gold und das merkt eigentlich keiner, wenn man hier die Schafe abschlachtet, oder? Aber das kann ich nicht. Aber wir müssen hier... Hier sind nur die Blutfliegen. Hier ist nichts anderes in der Gegend. Alles klar. Trotzdem gehe ich nicht weiter rein als nötig. Aber Blutfliegen haben eine gute Panzerung gegenüber Bogen, kann das sein? Weil die Blutfliege da hinten will ich auch noch. Komm, ein bisschen können wir uns ja trauen. So, komm ran hier. Na komm schon. Nein. Oh, sie kommt. Tschüss. So, hier ist auch irgendwo ein Schattenläufer. Ich weiß es noch. Ich weiß es noch ganz genau. Keiler. Okay. Okay. Was war das? Feldräuber. Alles klar. Das sieht alles sehr, sehr gut aus hier. So, ganz ruhig bleiben. Die kann uns ruhig ein paar Mal anhitten. Ich warte noch, dass die da hinten kommt. Sehr gut. Ich will eigentlich den Bogen draußen lassen. Ich habe hier Angst. Also im Wald, Leute, ist immer so eine Sache. So, immer schön alles abaimen. Boah, Alter. Dodgen. Dodgen tut die Blutfliege hier aber. Zack. Runter mit dir. So, jetzt erstmal voll heilen. So, der Keiler da unten. Den will ich. So, hier. Rein damit. Habe ich das gut nachgemacht, Leute? Habe ich das gut nachgemacht? Feuerpfeil. Damit locke ich den Keiler da unten an. Komm ran, Junge. Du fette Sau, sind das zwei? Komm, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Wie war das nochmal mit den Spruchrollen in diesem Let's Play? Die sind useful? Hm? Dann lasse ich den erst... Ey, nein! Dankeschön. Oh, da hinten sind Goblin-Skelette. Ich hab sie gesehen. Und das war schon wieder... Wobei so Goblin-Skelette auch nur ein Feuerball ist, ne? So ein Goblin-Skelett ist nur ein Feuerball. Wow. Alter, leck. Was war das? Wir haben wieder einen Eisfall gerade verschwendet. Ich hab's genau gesehen. Ich speichere mal ab. Das war ein Leck und Lecks mag ich nicht. Und wie gesagt, ich möchte unbedingt diese... Wie viel Schaden macht ein Keiler? 9 Schaden! 10. Sorry, ich habe 62 gesehen. 9. 10 Schaden macht ein Keiler. Das ist ja nichts. Und ich habe noch so Respekt vor denen und gib ihnen noch eine Eisschelle. Oh, Alter, Bogen. So, da hinten sind nur Feldräuber, ne? Die Goblin-Skelette sind da ganz hinten. Haben wir noch Feuerbälle? Nein, auch nicht. Und Suris hatte auch keine mehr. Ja, hier sind Feldräuber. Das ist ja Free EP eigentlich. Okay, hier ist so ein komisches Grabdingen. Wo die Skelette aber eigentlich unterhalb sein müssten. Aber ich habe Angst vor Bugs oder ähnlichem, dass irgendwo auf einmal ein Skelett auftaucht. Aus irgendeinem Grund. So, komm, jetzt hier einfach durchrushen. Wobei, da hinten weiß ich nicht, was da auf uns wartet. Nach dem Blutfliegen da hinten. Zombies oder ähnliches? Ich habe keine Ahnung. Erstmal möchte ich noch die 3 Blutfliegen hier
Alter, die Sounds hier schon wieder, Leute, ne? Gruselig. Weg, runtergemetzelt. Tschüss und noch ein Crit, bitte. Ah, schade, das wäre so geil gewesen. Na komm, runter mit dir. Hallo, Junge. Natz mich nicht. Du sollst mich nicht natzen. Wow. Dann machen wir dich eben so. Oh, Junge, jetzt hör doch auf. Jetzt hör doch auf. Hallo, danke. So, was kommt da hinten? Goblin-Skelette. Nein, 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 nein. Das ist mit so riskant. Oh, wir haben gleich unseren Level up. Müssten wir in dieser Folge noch hinbekommen. Oh, 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 oh. Aber Goblin-Skelette, hätte ich so einen Feuerball im Petto? Kein Problem. Kein Problem wäre das. Aber so... Erstmal weg hier. So, die Pacht haben wir. Dann können wir jetzt zu Ona. Können das auch abhaken. Und dann können wir eigentlich schon Richtung Stadt und Vatras die Informationen geben. Scheiße, da habe ich auch wieder einen Fehler gemacht, Leute. Ich habe versucht dran zu denken, aber immerhin haben wir es nicht ganz verkackt. Es ist nämlich so, man kann ja hier mit den ganzen Leuten reden, die Probleme mit den Vermissten haben. Und diese Informationen kann man an Vatras geben. Und pro Information bekommt man von Vatras 50 EP. Einmal haben wir es schon... einen Bericht abgegeben und ich glaube, wir haben 350 oder 400 EP bekommen. So, aber wir haben ja schon viele andere Sachen herausgefunden. Oh, verdammt, was ist los? Halt die Fresse. Hätten jetzt zu Vatras gehen können, ihnen nochmal sagen können, was wir wissen und dann erst diesen Zettel hier lesen. Aber da wir den Zettel schon gelesen haben, haben wir jetzt nur noch die Gesprächsmöglichkeit zu sagen, wo die vermissten Leute sind. Das heißt, wir haben EP verschenkt. Ich hoffe, ihr konntet einigermaßen verstehen, was ich meine, aber... Das wäre echt geil gewesen, hätte ich das noch hinbekommen. So, wir müssen nach Torloff. Steht er noch da unten oder ist er schon drin, weil es spät ist? Der ist schon drin. Es kommt nur auf die Kraft an, also komm mir nicht so. Torloff? Da. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Ich habe die Pacht von Sekob eingetrieben. Und? Hat er freiwillig gezahlt? Ich habe es mit Sekob getrieben. Gut gemacht. Wenn ich was Neues habe, sage ich dir Bescheid. Nice. Von mir erfährt keiner was. Jo. Sind nicht mehr viele Erfahrungspunkte, die da fehlen. Wenn ich das mal so sagen darf. Aufs Maul, das ist ja hier die Quest mit Bulko, ja. Ne. Der hungrige Jäger. Haben wir jetzt einen Schnitzel eigentlich? Einen fetten Schinken haben wir sogar. Sollen wir das eben machen? Dann haben wir unsere Stufe, Freunde. Und noch eine Quest abgeschlossen. Es war genau ich meine, so, wo wir schon mal hier in der Nähe sind, ne? Ne, das wollte ich. Ach, was mach ich denn hier? Friedensangebot. Genau, das müssen wir jetzt auch noch abgeben. Piratenhandel. Genau, mit Baltram muss ich auch nochmal reden. Baltram, Alter, den muss ich eigentlich umbringen, ey. Die Sau. Ihr wart sogar sauer auf mich hinterher. Weil ich den so beleidigt hab. Obwohl er schuld ist. Er ist schuld an allem. Freunde. Mit Wolf habe ich noch gar nicht geredet. Kann das sein? Ich Idiot. Oder? Ne, doch, doch, haben wir. Ach, klar. Der kann uns Bogenschießen beibringen. Komm, machen wir 5 Punkte. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Komm. Ich will mehr übers Bogenschießen lernen. Was soll ich dir beibringen? Komm, machen wir. Einfach 5 Punkte. Kann nicht schaden. Machen wir einfach. Na bitte. Ich bin ganz deiner Meinung, sagt der Söldner. Dann kann es nur stimmen. Und mit der nächsten Stufe können wir dann 10 Punkte geschickt machen und können dann den nächsten Bogen anlegen. Komm, machen wir. Dann machen wir noch mehr Schaden, wenn wir Gegner anlocken wollen. Und das müssen wir später sowieso machen. Verdammt, was ist das? Ja, komm mir auf. Bis zum nächsten Morgen pennen, weil es schon dunkel geworden ist. So, und dann gehen wir jetzt nochmal kurz zu diesem... Das höre ich zum ersten Mal. Zu diesem, Was ist mit dir, Bauer? Zu diesem hier Jäger da, der da sein Essen will. Da müssen wir jetzt eigentlich alles haben. Alter, Kapitel 3 wird heftig, falls wir überhaupt so weit kommen. Falls wir überhaupt so weit kommen. Kapitel 2 ist ja nicht mehr weit. Wir sind noch nicht im zweiten Kapitel, oder? Nein, sind wir schon im zweiten Kapitel? Wartet mal kurz. Doch, sind wir schon, ne? Ach ja, ich dachte, weil da das Friedensangebot steht, Alter, da seht ihr mal, dass ich oft raus bin. Also, dass ich nicht
dass ich hier Aufnahmesessions starte, eine Woche dann Pause habe und dann weiß ich schon gar nicht mehr, hä, was war denn los? Na klar sind wir schon im zweiten Kapitel. Hey. Mann. Ja, hier. Hier hast du bestelltes Essen. Geil. Prima. Und nun? Bin ich dir dankbar für deine EP und hau ab. Gott, ey, was war das denn jetzt schon wieder? Klar sind wir im zweiten Kapitel. Ja. Das wird jetzt auch nochmal lustig, Leute. Was wir jetzt machen müssen, haben wir eigentlich schon... Ich guck mal nach einem bestimmten Gegenstand. Nein, nicht einen einzigen. Vielleicht wissen die einige von euch, nach was ich gerade geschaut habe. Und wir müssen das auch noch mit dem Golem machen. Mit den Banditen. Und das bringt nichts eigentlich, jetzt dann auf den Bogen zu gehen. Trotzdem hole ich mir jetzt noch schnell die Geschicklichkeitspunkte ab. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft in dieser Folge. Nicht ganz so viel. War ein bisschen entspannt. Aber dafür wird die nächste umso krasser, Leute. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Sollen wir das denn jetzt schon machen? Ich bin am überlegen, Leute. Ich möchte gerne noch diese Waffenhändler-Quest abschließen. Ja, komm, das machen wir in der nächsten Folge. Wir haben den Geschwindigkeitstrank, wir haben den Golem und wenn was schief läuft, hauen wir ab. Ganz einfache Kiste. Ich glaube wirklich daran. Und das habe ich von mir, Kollege. Das war genauso, wie ich gesagt habe. Habe ich gewusst. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Das hast du nicht gedacht. Okay, 5 Geschicklichkeit. 5 Geschicklichkeit. Einfach nicht lange. Jo, danke. Einfach nicht lange drüber nachdenken. Wir müssen so oder so irgendwann auf den Bogen gehen. Und hier, zack. Und wir können auch sogar den schon bald anlegen. Wieso haben wir... Ach doch, wir haben den Stärkebonus und Mana-Bonus. Ja doch, Mana-Bonus ist ganz gut. So. Ja, der Bogen sieht auf jeden Fall ein bisschen schicker aus als der andere. Immer noch sehr klein. Der nächste Bogen ist schon sehr viel besser. Und er macht auch... Wie viel Schaden macht der mehr? Das macht hier 25 Schaden und der macht nur 5 Schaden mehr? Sieht aber viel mächtiger aus hinterher. Der ist mindestens doppelt so groß. Ziemlich genau dieser Bogen wird das dann hier sein. Der hier. Und der sieht echt schon geil aus. Ich mag Bogen sowieso mehr als Armbrust. Wobei in Gothic 1 und 2... da ist es ja so, dass Armbrust gegenüber der des Bogens eigentlich gar keinen Unterschied hat. In Gothic 3 schießt die Armbrust ja richtig langsam, weswegen ich da eigentlich immer den Bogen spiele. Aber hier in Gothic 2 und 1, da habe ich nie wirklich einen Unterschied gemerkt. Vor allem ist ja eigentlich ein Bogen schwerer zu skillen. Weil man kann ja hier permanent auf Stärke gehen und kann dann eine Armbrust anlegen. Aber einen Bogen, dafür muss man ja noch extra Geschicklichkeit lernen. Deswegen denke ich so, hä? Oh, der arme Söldner hier, ey. Oh, gut, dass mir das jetzt noch einfällt. Leute, wir werden richtig Equip machen jetzt. Hey. Ich sag's euch, jetzt ist vorbei. Es ist vorbei. Zeig mir deine Waffe. Die Auswahl. Alter, Junge, jetzt ist vorbei. Hier Degen. Den Degen hier kannst du auch haben. Jetzt ist vorbei, Leute. Wir werden uns jetzt nämlich diesen Trank hier gönnen. Und dieses Amulett. Amulett der Kraft. Oder wir haben 40 Lebensenergie. Aber dann verlieren wir eigentlich nur 20 Leben. Ich weiß nicht, was besser ist. 20 Leben oder 10 Stärke mehr? Ich glaube, 10 Stärke ist mehr. Vor allem können wir dann fast diesen Piratensäbel hier anlegen. Weil wir dann 55 Stärke haben. Und wenn ihr so denkt, ja, das kriegen wir auch woanders her. Die paar Goldstücke da, die haben wir sofort drin wieder, Leute. Ihr habt's gesehen. Und wenn wir jetzt auch nachher bei Bossbar waren, kriegen wir auch wieder so viel Kohle durch die ganzen Fälle hier. Ich bin am Überlegen. Kommen wir überhaupt auf 1000 Gold? Ich glaube, ich sollte es lieber nicht machen. Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, mach's nicht. Ich weiß nicht warum, weil ich normalerweise immer dieses Stärke-Amulett anlege. Aber ich glaube, diese 40 Lebensenergie. Und dann jetzt nochmal diese plus 20 hier. Das heißt, wir haben jetzt 60 maximal Mana Lebensenergie mehr. 345 mittlerweile schon. Über 300, Leute. Ne, komm, wir lassen das erstmal. Ich glaube... Lebensenergie-Bonus plus 40 ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Da hinten ist ein Lurker. Sollen wir den noch irgendwie platt machen? Na komm, dann machen wir wenigstens noch ein bisschen spannend hier. Ein Lurker ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch nicht mehr ganz so hart. Und hier ist es wieder so, dass ich ein paar Frame-Drops habe.
Genauso wie am Hafenviertel. Da hat mich einer mal gefragt, ob ich am Hafenviertel Drops habe. Wenn ich aufnehme, ja. Boah, ist das laut hier. Also wenn ich nicht in der Aufnahme bin, dann leckt es am Hafen nicht. Hört man mich, Leute? Oha. Oh, oh, oh. Jetzt wird er wild. Wow, hat er viel Schaden gemacht. Trifft uns zweimal und macht kaum Damage. So, hier haben wir viele Kräuter. Die nehmen wir nochmal mit. Wie viel Schaden hat er jetzt gemacht mit zwei Hits? 40 Schaden. Okay. Ja, wobei, ist ein Heiltrank, ne? Aber wir haben schon so viel Lebensenergie mittlerweile. Ich glaube, wir haben wirklich gut unseren Helden geskillt. Und es ist hier so verdammt laut, Leute. Ich will hier noch die Sachen snacken und dann einfach auf die andere Seite wieder. Oh mein Gott. Es ist so laut hier. Ich möchte nicht mehr. Hallo. Ja, hallo. Ist hier noch was? Ja, Sumpfkraut. Und jetzt hacken. Ah ja, aber bitte dreh dich weg. So. Was finden wir hier? Ah, ich glaube, ich habe etwas Lederbeutel, gefunden. Alles klar. Hier war noch irgendwo Sumpfkraut, das habe ich doch gerade gesehen. War hier nicht noch irgendwo Sumpfkraut? Ihr könnt mich nicht verarschen. Hier war irgendwo Sumpfkraut. Ich habe es genau gesehen, da. Nice. Ja, dann können wir jetzt eigentlich abbauen. Ich glaube, wir haben alles. Sehr gut. Nochmal 20 Lebensenergie bekommen. Das ist sehr nice. Und ich glaube, jetzt müssen wir auch alle Sachen für Greg fast haben. Boah, Leute, in der nächsten Folge wird es dann wieder ein bisschen spannender. Der Lurker war jetzt nicht ganz so eine krasse Herausforderung. Nehmen wir mal hier erstmal ein Schlückchen aus der Pulle. Zack. Lohnt sich gerade. Und jetzt können wir uns langsam schon überlegen, ob wir vielleicht auch irgendwann mal auf den permanenten Lebensenergietrank sparen. Aber ich weiß nicht. Oh, jo, Leute, da hinten ist es. Oh, fuck. Oh, shit, Leute. Boah, Scavenger. Das ist wieder ein kleiner Cliffhanger. Es tut mir wirklich leid, aber... aber das muss sein. Das muss sein, Leute. Boah, Alter, so viele Crits hier. Crits of Doom. Nicht zu plündern. So, Freunde. Dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle hier einen kurzen Cut. Und wir sehen uns... in der nächsten Folge genau wieder hier. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.